Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, wir sind hier in der Elder Scrolls 5 Skyrim Edition, also die Spezialedition. Und wir müssen hier ein Schrei rufen. Der wolkenloser Himmel genannt wird. Somit. Entschuldigung. Ah, ich kann auch so heilen, ne? Logischerweise. Denn so krieg ich das Ding auf. Oh, ja, falsche Taste geklickt. Klar. Das ist schon genial. Jetzt können wir einfach nach oben. Gut, es gibt wie Kollegen gesagt haben, Gefahren. Ist es arschkalt hier oben? Mann. Vom Tod genießt er Reise. Aber eines guten Kampfes werde ich nie überdrüssig. Was haltet ihr davon? Eisgeist weggebrüselt. Hier gibt's ja. Hier braucht man wirklich schon mehr, also beziehungsweise länger diesen Ruf, ne? Oh. Und wo ist unsere Kollegin? Ach, hier oben. Okay, alles klar. Und da oben haben wir noch einen Kollegen. Ja, der war beim ersten Mal auch schon schlimmer. Hier, also ein bisschen weiter unten hier auf dem Berg. Aber das war. Oh. Oh, Entschuldigung. Hab ich nicht ganz getroffen. Boah, echt. Ich bin schon am Rande der Welt gewesen. Und noch weiter nach oben. Das ist doch irgendwie. Irgendwie. Man ist schon am Arsch der Welt. Und muss noch weiter nach oben. Und der Typ, der lädt aber noch weiter im Nirgendwo. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben kann. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich hier links runterfalle. Ne? Also. Das ist echt weit oben. Dieser Patronax, der muss echt mal Eier im Arsch haben. So, durch geht's. Mal eine Runde speichern, denn hier oben ist ja echt nur noch Hals der Welt. Hier oben. Jo. Oh. Drem Yolok, seid gegrüßt, Wundunek. Ich bin Parturnax. Wer seid ihr? Was bringt euch zu meinem Strunmach, meinem Berg? Ich hatte nicht erwartet, dass ihr ein Drache seid. Ja. Ich bin, wie mein Vater Akatosh mich erschaffen hat. So wie auch ihr, Dovahkiin. Sagt mir, warum seid ihr gekommen, Volan? Warum stört ihr meine Meditation? Ich muss den Drachenfallschrei lernen. Könnt ihr mir ihn beibringen? Drem, Geduld. Es sind Formalitäten einzuhalten beim ersten Zusammentreffen von zwei Doof.
Gemäß langer Tradition spricht zunächst der Ältere. Hört meinen Tu. Spürt ihn in euren Knochen. Tut es ihm gleich, wenn ihr Dovahkiin seid. Ich habe gesprochen. Das Rodmulag wartet. Ein Geschenk, Dovahkiin. Jol versteht das Feuer, wie es die Dov tun. Feueratem, sondern als Dova. Kommt. Also. Trefft mich mit. Ja, Sosedorf Losmul, das Drachenblut ist stark in euch. Es ist lange her, seit ich das Vergnügen hatte, mit einem meiner eigenen Art zu sprechen. Nun denn, ihr habt also zu mir gefunden. Kein leichtes Unterfangen für einen Jor. Sterblichen, selbst für ein Dovasos. Drachenblut. Könnt ihr euch das vorstellen? Was wollt ihr von mir wissen? Den Drachenfallschrei. Ah, ich habe euch erwartet, Proda. Ihr würdet nicht den weiten Weg bis hierher kommen, nur für ein Tinwag mit einem alten Dova. Nein, ihr sucht eine Waffe gegen Alduin. Woher wusstet ihr, dass ich nach Drachenfall suchen würde? Die wollten ja gar nicht, dass ich hier vorbeikomme. Ja, sie sind mir gegenüber sehr fürsorglich. Bachlan, Fadon. Aber ich kenne diesen Tun, die ihr sucht, nicht. Krosis, ich kann ihn nicht kennen. Das hat eure Art, Jor, Sterbliche, als Waffe gegen die Dov, die Drachen erschaffen. Unsere Hadrime, unser Verstand, kann seine Vorstellungen nicht einmal begreifen. Wie kann ich ihn dann lernen, sag mal, Kollege? Drem, alles zu seiner Zeit. Zunächst eine Frage an euch. Warum wollt ihr diesen Tum lernen? Mir gefällt diese Welt. Prusa, dieser Grund ist so gut wie jeder andere. Viele teilen eure Meinung. Wenn auch nicht alle. Manche würden sagen, dass alles einmal enden muss, damit etwas Neues entstehen kann. Vielleicht ist diese Welt einfach das Ei des nächsten Kalpar. Lane Vokin, würdet ihr verhindern wollen, dass die nächste Welt entsteht? Pass. Eine anständige Antwort. Rofus. Vielleicht bringt ihr nur die Kräfte ins Gleichgewicht, die darauf hinarbeiten, das Ende dieser Welt zu beschleunigen. Selbst wir, die wir auf den Strömungen der Zeit dahingleiten, sehen nicht, was hinter dem Ende der Zeit liegt. Vulcitid los Tachrodis. Wer versucht, das Ende zu beschleunigen,
wird es vielleicht verzögern. Wer darauf hinarbeitet, das Ende zu verzögern, bringt es vielleicht näher. Aber ihr habt meiner Schwäche für Sprache schon zu lange nachgegeben. Krossis, jetzt werde ich eure Frage beantworten. Wisst ihr, warum ich hier lebe? Auf dem Gipfel des Monaveen, den ihr den Hals der Welt nennt? Daran habe ich nie gedacht, ne? Dies ist der heiligste Berg von Himmelsrand. Sogrevaxtrunma, der großartige Berg der Welt. Hier haben die alten Zungen, die ersten sterblichen Beherrscher der Stimme, Alduin im Kampf gestellt und besiegt. Mit dem Drachenfallschrei, richtig? Ja und nein. Wie Gnusnikron. Alduin wurde nicht wirklich besiegt. Denn sonst wäret ihr heute nicht hier, um zu versuchen, ihn zu besiegen. Die Nord jener Tage wandten den Drachensturzschrei an, um Alduin auszuschalten. Aber das war nicht genug. Orkmulag und Slad. Es war die Kell, die Schriftrolle der Alten. Sie haben sie angewandt, um ihn hilflos den Strömungen der Zeit auszusetzen. Eine Schriftrolle der Alten? Wollt ihr damit sagen, dass die alten Nord-Alduin in Zukunft geschickt haben? Ich denke, das ist es. Nicht absichtlich. Einige hatten gehofft, er wäre für immer verschwunden. Für immer verloren. Meje. Ich wusste es besser. Tid bo amativ. Die Zeit fließt ständig weiter. Eines Tages würde er auftauchen. Darum habe ich hier gelebt. Ich warte schon seit tausenden eurer Jahre. Ich wusste, wo er erscheinen würde, aber nicht wann. Ach so, und wie soll man das weiter... Schrift von der Alten, ich habe die dabei. Von dem her, irgendeine Schrift von habe ich dabei. Sprache erklären. Die Dorf haben Wörter für solche Dinge, die Jorre nicht haben. Es ist ein Artefakt von außerhalb der Zeit. Es existiert nicht. Doch es hat immer existiert. Rach, Wachlan. Sie sind Fragmente der Schöpfung. Die Kelle, Schriftrollen der Alten, wie ihr sie nennt, wurden häufig für Prophezeiungen verwendet. Ja. Eure Prophezeiung entstammt einer Schriftrolle der Alten. Aber dies ist nur ein kleiner Teil ihrer Macht. Sophas Suljek. Ja, und wie soll man es denn weiterhelfen? Tid Krent. Die Zeit wurde hier zertrümmert wegen dem, was die alten Nord-Alduin antaten. Wenn ihr diese Kell, diese Schriftrolle der Alten, hierher bringt, zur Tid Achran, der Zeitwunde, mit der Schriftrolle der Alten, die zum Zertrümmern der Zeit verwendet wurde, könnt ihr zurückgehen. Zum anderen Ende der Bruchstelle. Ihr könntet Drachensturz von denen lernen, die ihn geschaffen haben. Ach so, und zufälligerweise hab ich diese Schriftrolle, ne? Ihr habt sie. Die Kell. Die Schriftrolle der Alten. Tid Krach. Kalos. Die Zeit erschauert bei ihrer Berührung. Es gibt keinen Zweifel. Euch treibt der Untergang an. Kur-
Erde selbst stehen euch zur Verfügung. So geht denn, erfüllt euer Schicksal, bringt die Schriftrolle zur Zeitwunde. Zaudert nicht, Alduin wird kommen. Er kann die Zeichen nicht übersehen. Ja. Und das tun wir dann in der nächsten Runde, ne? Wir sehen uns. Bis dann. Und ich hab schon Schiss, dass wir da irgendwo hineingeraten, wo wir echt nicht sollen. Bis dahin, einen wunderschönen guten Abend. Tschüss.